Eine knappe Stunde später ruft auf dem Handy meine Case-Managerin an. Den Kleister, den Ceci gekocht hat, haben wir in Tupperdosen verpackt, im Gefrierfach deponiert und jeder hat noch was von dem letzten Rest Klebstoff geschnüffelt, den Ceci in der Schublade aufbewahrt. Es ist kurz nach eins und wir liegen seitlich ausgestreckt auf ihrem Wohnzimmerboden, die Lungen ganz warm vom N-Hexan. Als dann meine Case-Managerin anruft, ich aber nicht rangehe, fühlt es sich an, als würde mir das Handy in der Hand schmelzen. Das ist ein seltsames Gefühl, aber eins, an das man sich irgendwann gewöhnt. Eine weitere Stunde vergeht, in der wir Ruan zusehen, wie er sich seine Baseballkappe in die Stirn zieht. Auf seinem Laptop läuft By This River von Brian Eno. Die Repeat-Taste unter dem Suchbalken ist gedrückt. Und die nächste Stunde bricht an, in der Ceci jedem von uns drei Ibuprofen gibt. Sie drückt sie aus einer Blisterverpackung 500 Milligramm Tabletten und wir nehmen sie mit einem Glas Milch und Klümpchen braunem Zucker. Von dort, wo ich sitze, kann ich noch immer die Wärme des Klebstoffs spüren, die sich in mir ausbreitet wie eine zähe Flüssigkeit, die in meiner Brust überquillt und bis in die Fingerspitzen vordringt. Ein breiter Sonnenstrahl fällt auf den niedrigen Wohnzimmertisch. Und nachdem wir die Tabletten hinuntergeschluckt haben, stellen wir die Gläser mit dem Rest Milch zwischen die eng stehenden Tischbeine. Ich schließe erneut die Augen und höre, wie mein Handy nach mir ruft. Das Vibrieren fühlt sich an, als würde eine kleine Hand über meinen Oberschenkel fahren. Und als ich danach greife, zieht sich mein Herz beim Gedanken an Budvujo zusammen. Ich sehe vor mir, wie sich Lutandos Stiefvater in einem stickig heißen Telefoncontainer unter dem dicken blauen Arbeitskittel die Weste glattzieht und eine Handvoll Münzen nimmt, schaue dann aber aufs Display, das die Vorwahl 011 anzeigt, was mich mit dem Netz in Joburg verbindet. Ich halte mir das Handy wieder ans Ohr, höre 1000 Telefone gleichzeitig klingeln und mitten in diesem Lärm brüllt mir die Stimme meiner Case-Managerin durch ein tiefes Meer voller Rauschen ins Ohr. Wegen des fehlenden Kupfers, in meiner Vorstellung beraubt man unsere Skyline jedes Jahr um ganze Kilometer, klafft nach jedem unserer Sätze eine Lücke. Und dann peitscht plötzlich ein heftiger Wind, als sie von einem erneut versäumten Termin redet, meiner Versicherung deswegen nichts anderes übrig bleibt, als mich rauszuschmeißen. Sie sagt, sie würden nun schon seit fast 5 Monaten auf das Ergebnis meines CD4-Tests warten und nicht verstehen, dass ich so verantwortungslos mit dem Programm umgehe. Ich setze mich hin, während ich mir das anhöre. Und weil ich sonst nichts tun kann, döse ich am Tisch ein bisschen vor mich hin. Man merkt ziemlich schnell, dass meine Case-Managerin und ich uns nie sonderlich verstanden haben. Nicht im eigentlichen Sinn des Wortes. Ich kenne sie nur als Sis Tobeka, habe mir nie die Mühe gemacht, sie nach ihrem vollen Namen zu fragen. In meinem Kopf ist sie nur eine der vielen Bürokraten im Gesundheitsapparat, den ich, um einen Ausweg zu finden, durchlaufen muss. Sie ruft mich aus einem klimatisierten Büro in Joburg an und viel mehr gibt es über uns auch nicht zu sagen. Höchstens, als sie meinen Fall vor 4 Jahren übernahm. Da erzählte sie mir, dass sie in diesem Berufsfeld gelandet sei, weil sie den Drang verspürt habe, Schwächeren zu helfen. Und dass sie ihren Job als Krankenpflegerin in Balakwanath trotzdem nicht mehr ausgehalten habe, weil all die Männer, Frauen und Kinder, die es während ihrer Schicht auf die Intensivstation gespült habe, meist ein kaputter Haufen weicher, triefender Einzelteile waren. Diese Einführung hinterließ bei mir den Eindruck von Unlust. Ab und zu denke ich noch an sie zwischen damals und heute und die vielen Menschen, die vor ihren Augen zu Staub geworden sind. Vielleicht fällt es mir darum leichter, sie zu ertragen. Hinter ihrem Dienst nach Vorschrift steckt echtes Verständnis für Verlust. Irgendwann erzählte ich ihr sogar, dass ich mich durch ein Versehen mit dem Virus infiziert habe. Ich weiß noch, dass sie an dem Tag ganz still wurde. Wir beide in den Hörer schwiegen und sie irgendwann nur »Okay« sagte. Dann hustete sie und wir setzten das Gespräch fort. Ich denke bis heute, dass sie es für schlauer hält, mir nicht zu glauben, was ich sage. Ist auch nicht so, dass ich das verlangen würde. Und das passt für uns beide. In unserem Telefonat jetzt sage ich, okay. Okay, was? Ich habe vor, zu einem Treffen zu gehen. Du hast vor, zu einem Treffen zu gehen, wiederholt sie. Und wann? Heute.
Na, das ist doch gut, Linda Nati. Dann schlepp dich zu diesem Treffen und fax uns danach den Anwesenheitsnachweis zusammen mit deinem CD4-Test. Wir haben die letzte Sendung deiner Medikamente genehmigt, aber jetzt ist es an dir, dass das Programm funktioniert. Hast du verstanden? Das habe ich und das sage ich hier auch. Du hast hier ein gutes Leistungspaket, sagt sie. Wirf das nicht leichtfertig weg. Und das habe ich nicht vor. Gut. Ich sage ihr nochmal, dass ich das nicht vorhabe. Hör zu, du hast es in der Hand, habe ich recht? Ja. Na dann, sagt sie, für euch Silbermitglieder bieten wir zusätzliche Leistungen an. Wenn du deine Akte in Ordnung bringst, kannst du in ein paar Monaten davon profitieren. Bei der Platin-Option mussten wir allerdings ein paar Sachen streichen. Für die Zwischenzeit schlage ich dir eine Goldmitgliedschaft vor. Ich nicke, höre, wie Sisto Baker auf die Tastatur einhämmert und denke über die Optionen nach. Stimmengemurmel in ihrem Büro und ich drifte ab, während sie mir Genaueres zu den Beiträgen durchgibt. Dann wartet sie eine Minute, bevor sie mich fragt, ob es mir trotzdem gut geht und abgesehen von allem anderen, was nicht stimmt, alles okay ist. Ich schließe die Augen und will ihr gerade antworten, als sie sagt, dass auf der anderen Leitung ein Anruf reinkommt. Ich warte, weil sie mich darum bittet und warte auch dann noch, als sich ihre Stimme in ein Freizeichen verwandelt. Als ich irgendwann später die Augen öffne, sehe ich Juan und Sissy über mir, Sorgenfalten auf der Stirn, während sie sich auf dem Boden zu mir vorarbeiten und ihre Umrisse mit den fleckigen und rissigen Wänden im Hintergrund verschmelzen. Sissy sagt: Nati, alles okay mit dir? Mein Mund fühlt sich an wie trockengeföhnt und vollgestopft mit steifen Wattebauschwolken. Ich schaue auf und frage sie das Gleiche: Alles okay mit euch? Als Antwort zeigt Sissy auf ihr Ohr. Dann kniet sie sich hin, nimmt meine Hand und sagt: Nati, dein Telefon ist tot. Meine beiden engsten Freunde hier habe ich übrigens bei einer dieser neuen HIV- und Drogenberatungstreffen kennengelernt, die plötzlich überall in der Stadt stattfinden. Unseres fand im Untergeschoss der Tiefgarage einer Free-Klinik in Weinberg statt. Der Seminarraum oben war verriegelt und mit Klebeband abgedichtet, weil jemand Quecksilber verschüttet hatte. Und da die Dämpfe schädlich sind, konnte sich unsere Gruppe nicht dort treffen. Stattdessen wurde ein Treffen im Untergeschoss der Tiefgarage organisiert. Und innerhalb von 2 Wochen hatten wir uns daran gewöhnt, dass man uns zu den Treffen nicht hochschickte. Ich jedenfalls. Und am Anfang reichte mir das. Zu der Zeit ging ich allein zu den Treffen und fuhr zur nachmittäglichen Beratung mit dem Taxi von Ops nach Weinberg. Als der Seminarraum gegen Ende des ersten Monats als giftstofffrei galt, nachdem ein kleiner Mann mit einem blauen Kontaminationsnachweisgerät vor der Brust ihn ein erstes, dann ein zweites und später noch ein drittes Mal überprüft hatte, beschloss die Gruppe, dass es ihr unten besser gefiel und deshalb blieben wir dann noch da. Vielleicht wollen wir hier alle unser eigenes Grab schaufeln, sagte ich. Es war das erste Mal, dass ich mich in der Gruppe zu Wort gemeldet hatte. Damals brauchte ich immer eine Weile, bis ich mal was sagte, aber mit der Bemerkung brachte ich ein paar von ihnen zum Lachen. Sogar ein paar von den Oldies kicherten. Und später brachte ich dann die erste Suchtgeschichte zu Papier, um sie mit der Gruppe zu teilen. Sie stammte aus einem Film, den ich gesehen hatte, der Adaption eines Buchs, das ich wohl nie lesen würde. An dem Mittwoch drauf stießen Ruan und Sissy dazu. Sie fielen mir sofort auf. Irgendwas zog uns seit dem ersten Treffen gegenseitig an. In der Tiefgarage beäugten wir uns eine Weile, bevor wir miteinander sprachen. Während der Kaffeepause standen wir am Serviertisch vor einem abgeranzten Toyota Bucky und rückten uns vorsichtig auf die Pelle. Ich erfuhr, dass Cecilia als Erzieherin arbeitet. Sie schob wochenlang Schichten in einer Kindertagesstätte auf der Bridge Street in Mowbray und war hier, weil diese ihre ersten offiziell HIV-positiven Kinder aufgenommen hatte. Ruan, der sich gegen den Plastiktisch lehnte und seinen Kaffee eher herunterstürzte als trank, sagte, dass er sich bisher damit durchs Leben laviert habe, auf der obersten Etage der Computerfirma seines Onkels zu arbeiten. Er sei hier, um Material für ihre Corporate Responsibility Strategie zu beschaffen. Er sprach immer nur von CRS und Sissy und ich mussten ihn fragen, was er damit meint. Im Endeffekt war ich wohl ziemlich beeindruckt. Ich erzählte ihnen, dass ich eine Weile als Laborassistent an der Peninsula Tech gearbeitet hatte und dass das in gewisser Weise verantwortlich war für das, was ich mir eingefangen habe.
Als wir uns wieder hinsetzten, hörten wir zu, wie die anderen Teilnehmer gegenseitig ihre Albträume interpretierten. Sie reichten sie mit der bekannten Beiläufigkeit herum. Mark wusste zum Beispiel von Ronells Schulgebühren, Ronell wusste von Lynettes Hepatitis und wir alle wussten von den zahlreichen Genitalwarzen, die Linda seit September plagten. Sie nannte sie Wasserwarzen, als sie uns das erste Mal von ihnen erzählte und machte, wie für fast alle ihrer Symptome, den Regen dafür verantwortlich. Als es wie immer in der letzten halben Stunde der Treffen um Drogenmissbrauch ging, hatten wir drei nichts beizutragen. Ich schaute rüber zu Ruan und erwischte ihn, wie er hinter vorgehaltener Faust grinste, während Cecilia auf der anderen Seite neben mir hoch zur Decke blinzelte. Das reichte mir als Zeichen unserer Verbundenheit. Das Treffen dauerte volle zwei Stunden und als es zu Ende war, holte ich mir den Anwesenheitsnachweis und Cecilia, Ruan und ich tauschten Nummern aus. Ich schätze mal, wir haben uns an dem Tag am Ausgang der Tiefgarage verabschiedet und später, ich glaube noch in derselben Woche, in meiner Wohnung in Obst zusammen Farbverdünner geschnüffelt.